einfach alles kaputt gemacht. Schlimm. Gut, ich muss halt ein bisschen leiser sprechen. Sogar aus. Wahnsinn. So Leute, heute mal ein kurzes Video auf meinem Fahrrad-TV bezieht sich auf das letzte Video von der Location, ehemals Rea. Und wie schon bekannt ist, ich habe dort mal gearbeitet. Meine Tätigkeit war von A nach B die Leute. In die Therapie, in die Therapie. Das war meine Tätigkeit und bin halt jedes Jahr kreis und quer durch den kompletten Bau. Und als ich die Location betrat, kamen die ganze Erinnerung hoch, wie das mal war. Und wie schon gesagt, dann nichts mehr war es nur, wie es früher mal war. Gehende Leere, Randalismus. Und dann die Erinnerungen. Das hat richtig wehgetan und es hat mich richtig eiskalt überlaufen. Also, es war schon schlimm. Und ich werde auch noch in dem Video noch so ein paar Szenen noch einblenden. Zum Weiteren, was halt mit dem Randalismus zu tun hat. Und ich kann es nicht verstehen, warum macht man sowas? Alles kaputt, so sinnlos. Ich kann es nicht nachvollziehen. Ich habe das schon x-mal in anderen Videos schon erwähnt. Also, es ist schon schlimm genug. So Leute, das war's eigentlich schon. Damit beende ich jetzt das Video. Trinke noch einen Schluck Kaffee. Und vor allen Dingen Daumen nach oben nicht vergessen und Abo nicht vergessen. Und bevor ich stopp, bevor ich Schluss mache, Leute, wenn mir jemand die gleiche Situation mal erlebt hat, wer will oder wer möchte, kann das gerne mal in die Kommentare schreiben. Das wird mich doch nur brennend interessieren. So, und jetzt dann bleiben fit, munter und gesund und haut rein. Tschüss, bis zum nächsten Video. Und jetzt ist schon Kaffee. Mein Gott, sind die so groß. Leckt mich auch immer. Das gibt's ja bald nicht. Und so haben sie auch das Schlepp kaputt geschmissen. Ja, so haben sie wieder randaliert. Unglaublich. Ja, die haben sie auch geraubert.